Heute zeige ich euch, wie ihr Roblox Studio installiert. Dafür blende ich euch mal die Systemvoraussetzungen ein. Wie ihr sehen solltet, braucht ihr entweder Windows oder Mac. Und ich arbeite mit Windows, deswegen gehen wir mal auf die Windows-Maschine rüber. Da gehe ich wieder auf den Browser meines Vertrauens und gebe oben in die Suchleiste ein create.roblox.com. Dann landen wir auf dieser wunderbaren Webseite, wo wir einfach nur auf Studio herunterladen klicken müssen. Falls ihr angemeldet seid, dann findet ihr diese Seite vor und müsst nur hier auf Studio herunterladen drücken. Und falls ihr keine Option habt, Roblox Studio herunterzuladen, dann erfüllt ihr entweder nicht die Systemvoraussetzungen oder euer Browser ist outdated. In beiden Fällen kann ich euch nicht helfen, schreibt mir keine Kommentare, sorry. Und wir machen weiter. Die Roblox Studio Launcher Beta.exe oder falls ihr Mac benutzt, die Roblox Studio Launcher Beta.tmg wird dann heruntergeladen. Ihr könnt hier direkt auf Datei öffnen klicken. Wenn ihr einen anderen Browser habt, geht es vielleicht anders. Da kann ich euch aber nicht bei helfen. Und wenn ihr darauf geklickt habt, wird auch direkt die neueste Installation von Roblox Studio geladen und installiert. Wir können den Browser hier schließen, lassen das einmal durchlaufen. Und falls ihr jetzt hier auf irgendeinen Fehler stoßen solltet, dann kann ich euch dabei nicht helfen. Dann wird das wahrscheinlich ein Fehler eures Betriebssystems sein. Vielleicht müsst ihr das Windows Media Tool installiert haben oder. Das gehört nicht zum Tutorial, da kann ich euch nicht helfen. Wobei ich euch helfen kann, ist, wie es jetzt weitergeht. Es öffnet sich direkt bei Roblox anmelden. Um euch anzumelden, braucht ihr natürlich einen Roblox-Account. Wie man einen Roblox-Account erstellt, habe ich im letzten Video schon gezeigt. Ihr gebt dafür einfach euren Benutzernamen, E-Mail oder Telefon ein und dann das Passwort, das ihr euch erstellt habt und geht auf Anmelden. Dann müsst ihr eventuell noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung durchführen. Falls das nicht bei euch kommt, dann empfehle ich euch dringend, die Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten, weil sonst steht euer Account unter starkem Risiko. Ihr könnt hier auswählen, diesem Gerät für 30 Tage vertrauen, damit ihr das nicht mehr so oft machen müsst und klickt auf Verifizieren. Und wir befinden uns in Roblox Studio. Hier oben rechts könnt ihr immer sehen, was gerade neu ist in Roblox Studio. Hier seht ihr auch, mit welchem Account ihr angemeldet seid und könnt euch dann ausloggen. Und oben links könnt ihr auf File gehen und eure Studio-Settings anpassen. Die werde ich mit euch jetzt nicht komplett durchgehen, aber zuallererst natürlich das Allerwichtigste. Und zwar, ich mache das Fenster mal größer, indem ich hier unten das ein bisschen aufziehe. Und wir klicken hier bei Theme auf Default und wählen dann aus Dark. Und schon haben wir Roblox Studio im Dark Mode. Falls ihr ein extra Video zu den Einstellungen hier haben wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber es gibt extrem viele Einstellungen. Und es macht wenig Sinn, euch die jetzt zu erklären, wo ihr die meisten Sachen dazu gar nicht wisst. Deswegen warten wir erstmal ab und lassen den Rest hier einfach so, wie es ist. Klicken auf Close und schon könnt ihr anfangen, ein Roblox-Spiel zu erstellen. Aber wie man ein Roblox-Spiel erstellt und was ein Roblox-Spiel überhaupt ist, das erkläre ich euch im nächsten Video. Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!